Und damit kann es weitergehen mit Let's Play Ghost of Tsushima. Ich bin das SimmaFix. Und wir machen jetzt gleich mal zum Anfang des Partys was ganz Blödes. Und zwar unser wahrscheinlich letztes Duell hier mit den Strohhut-Runin. So, beim letzten Mal waren wir hier dabei. Nobu! Waren wir ja dabei hier mit unserer werten Fürstin Adachi hier mal wieder die Mörder ihrer Familie zu jagen. Hat leider immer noch nicht gut so gut geklappt. Da machen wir direkt weiter. Ansonsten haben wir noch ein, zwei Nebenquests hier angefangen. Jetzt hüpfen wir aber erstmal mit Nobu hier einen Berg runter, wenn er natürlich will. Scheinbar nicht. Ach, das kenne ich doch. Da waren wir doch mit unserem Mönch hier unterwegs, von dem ich natürlich den Namen vergessen habe. Irgendwie den Namen in dem Spiel kann ich mir echt sehr schlecht merken. Theoretisch könnte ich mich doch wahrscheinlich auch hier hinwarpen, gell? Ne, ist wurscht. Zumindest, wir machen jetzt hier noch zwei Nebenaufgaben, bevor wir dann hier höchstwahrscheinlich mit der Hauptaufgabe weitermachen. Was mich natürlich sehr freut, weil die Nebenaufgaben haben sich wirklich von der Qualität, also vom ersten Akt hier, und zweiten in meinen Augen deutlich gesteigert. Und es gefällt mir eigentlich ganz gut, so wie es jetzt läuft. Müssen wir nur noch irgendwie da hochkommen? Ja, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Aber jetzt kommen wir erstmal zu... Oh, Leute, in einer richtig schlimmen Situation, nämlich zu einem Duell wieder. Stellt euch! So, hoffentlich kann ich die Mongolen bezwingen, ohne Leben zu verlieren. Oh, den muss ich bezwingen. So, ging mir jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt darum. Ah, der flüchtet. Die zu retten, ging es mir darum, dass meine Ausdauer voll ist. Der Yarikawa, Geschätzte. Eine Ehre. Fürst Sakai, ihr seid es. Kennen wir uns? Letzten Frühling habt ihr das Okada-Gehöft besucht. Die Mongolen sind jetzt dort. Morden und brennen. Es ist furchtbar. Ich erinnere mich. Ich lasse die Mongolen den Hof nicht zerstören. Kommt auf die To-Do-Liste. Leider ist die To-Do-Liste sehr, sehr, sehr lang. So, jetzt bloß kein Leben verlieren. Und dann haben wir schon mal einen sehr schlechten Weg genommen. Okay, dann reiten wir wieder zurück. Schauen wir mal kurz Techniken. Kann ich eigentlich meinen Weg der Flamme... Also okay, den Sprengfall haben wir schon. Himmelschlag haben wir. Tanz des Zorns. Weg der Flamme. Oh, das hört sich auch geil an. Aber meine Geisthaltung, die kann ich nicht weiter upgraden. Ach geil, das Geist-Kill-Serie. Ja, also, naja, okay, dann machen wir jetzt nichts. Wir werden da jetzt zwei Skill... Ach, ich muss mir erst das holen. Und dann können wir unten das Upgrade holen. Und danach, wie gesagt, das Problem ist mit dem Lanzenkampfstil, also gegen Lanzen und gegen große Typen, die beiden Kampfstile sind echt schlecht und die Fähigkeiten, also okay, gegen die großen Klopse lohnt sich schon, aber gegen die Lanzentypen, da gibt es keinen guten Kampfstil, da ist eigentlich das einzig Sinnvolle, nur draufhauen. Sucht mich jemand? Sind wir da irgendwie in der Sidequest reingestolpert, oder? Alter! Das ist ja ein Mongolen-Anführer. Wo bin ich denn hier reingeraten? Sehr gut. Ach,
Zack. Hui. Sie haben ihn durchsucht. Aber worauf waren sie aus? Die Schnitte sind nicht tief. Sie haben ihn gefoltert. Was auch immer sie wollten, er hat es nicht verraten. Abgerissene Blütenblätter. Dreck. Als hätte er nach etwas gegraben. Oder er wollte was verstecken. Er hat sein Leben für sein Geheimnis gegeben. Vielleicht kann ich es finden. Sehr schön. Also, dann werden wir in dem Part doch noch nicht mit der Hauptstory weitermachen können. Sind wir nämlich in die nächste Sidequest reingestolpert. Schöne zippende Grillen haben wir da. Bin ich wieder von der Blutspur ganz weggekommen. Ach, komm. Hä? Das ist schon wieder so ein Kackmann. Da ist die Blutspur, dann ist da keine. Da ist auch keine. Oh, dieses Detektivspielerei-Scheiße ist so kacke, Mann. Also da, da. Dann geht's ja ganz ein. Ah, aber wartet. Ah. Macht so irgendwie keinen Sinn, weil dann ist er erst hochgegangen, dann ist er wieder runtergegangen, aber mein Gott. Die gleichen Blumen wie bei dem Mönch. So, Reise zur Kushibagode. Ja, nein. Eher nicht. So, okay. Meine Anzeigen sind trotzdem voll. Das ist sehr gut. Und jetzt versuchen wir doch nochmal hier das Duell. Oh, da ist er ja schon, der Ronin. Hat sie nicht gestört, dass ich deine Mongolen da umgebracht habe? Boah, ich hoffe so, wir können unsere Geist-Moves hier auspacken bei den Ronin. Das wäre so hammergeil. Aber mir macht das gerade Sorgen, dass hier einer den bewacht hat. Es kann fast nur heißen, dass da noch mehr auf uns warten. Wo führt es mich hier hin, Mann? Irgendwas ganz Schlimmes. Definitiv. Definitiv. Ich glaube, ich laufe schon lange in die falsche Richtung. Ah, jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Pfad. Schieß ihm einen Pfeil in den Rücken. Angelt er? Cool. Ich ehre euch zu begegnen, mein Herr. Macht euch bereit zum Kampf. Ich warte nur auf euch. Wir müssen das nicht tun. Ich schwor euch entgegenzutreten. Ich bin nur ein Ronin, doch ich halte mein Wort. Wie ihr wollt. Ja, das ruhig noch ein bisschen länger angeln können. Duell der brennenden Wellen. Gefährliche Brandung, um es mal hier so zu sagen. Bitte, bitte, bitte kann ich mein Geistkonzil hier einsetzen. Bitte, 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 bitte. Ja, komm. Langweilig nicht. Ich werde die Katze noch 3-4 Mal sehen. War es nur Glück, dass ich es 2 Mal geschafft habe, ohne drauf zu gehen. Also. Concentration. Ah.
Das ist Irrsinn. Ergebt euch und bleibt am Leben. Es hat aber überraschenderweise sehr wenig Schaden gemacht. Oh nein, der hat so eine Kampfhaltung wie der erste Typ. Schmeiß deine Kunais! Oh, sehr schön! Nein! Oh! Packt er schon wieder seine hässlichsten Move aus. Komm, hör auf. Der kämpft aber genauso wie der allererste. Diese Kick-Folge. Oh, wieso schaffe ich es auf einmal perfekt zu kontern? Was ist denn da los? Das ist los. Das war mit Abstand unser bestes Duell bis jetzt. Huh. Damit sollten wir alle bezwungen haben. Bezwungen haben, genau. Komm. Massige Erfahrung, wie ihr immer wieder seht. War voll easy. Und was das? Das war das mit den Gehöften, oder? Hä? Oh, da ist noch eine Aufgabe. Das war die Aufgabe mit den Gehöften, oder? Warte mal. Die Six Klingen von Kojiro. Ach, verdammt. Erst muss ich gegen die Strohdeck. Fünf. Okay, fünf waren es. Verdammt, ich dachte, das waren nur vier. Wird mir der letzte noch markiert, das wäre sehr geil. Weil jetzt möchte ich das natürlich doch noch schaffen. Keine Ahnung, Mann. Wahrscheinlich muss ich das erst suchen. Aber das. Nee, das kann nicht sein. Ich muss mir das sicher nicht suchen, weil die anderen wurden mir auch markiert. Nee, aber ich finde den jetzt halt. Die Last ist Diebstahl. Ach, da können wir dann eigentlich noch hingehen. Da ist er. Oder? Nee, ist er auch nicht. Naja. Ach, da oben. Puh, am Ende der Welt. Nee, kein Bock. Also, wir werden schon machen, aber jetzt nicht. Nee. Dann machen wir jetzt erstmal damit der Hauptzeit weiter. Taka ist Junes, Kill liegt da. Er ist Junes Geliebter, was ist denn da los? Weiter habe ich leider nicht lesen können. Mehr hat mir das Spiel nicht erlaubt. Okay, jetzt geht's zur Fürste Masako. Und dann, Leute, schaffen wir es ja doch noch mit der Hauptserie weiterzumachen. Das freut mich doch sehr. Na, davor werden wir noch zu dieser einen Loge da reisen. Weil das ist hier eh in der Nähe. Und dann haben wir weiter das Sidequest erfüllt und das ist immer schön. Also, Masako, what's up? Wen soll man morden? An wem soll man uns rächen? Soll man einfach alle morden? Besonders den Typen, der mit seiner Angel. Wieso angeln aktuell alle? Ich kann euch nicht helfen. Ich brauche Informationen. Keine Ausreden. Vielleicht wissen die Bauern etwas. Vielleicht. Fürst Sakai, ich sorge mich um sie. Junshin, um was ging es denn? Fürstin Masako sucht jemanden. Sie ist erbost, weil ich nichts wusste. Wie ihr mit Kashiwara dem Fischer geholfen habt? Habt ihr ihn je gefunden? Ja, nachdem er Frau und Tochter getötet hatte. Wie konnte ich nur so dumm sein? Meine Freundin mag hart sein, aber sie sagt die Wahrheit. Dieses Mal weiß ich wirklich nicht, wen sie sucht. Ihr habt nichts zu befürchten. Ich rede mit ihr. Danke, Fürst Sakai. Auch, dass ihr die Mongolen vom Hof verjagt habt. Jetzt können wir neu aufbauen. Gut, dass diese Leute euch haben. Viel Glück.
bewacht bin. Danke. Das war's schon. Wussten die Bauern, nach wem ihr sucht? Nach jemandem auf der Liste. Eine Diebin. Ich helfe euch suchen. Das muss ich selbst erledigen. Die Bauern erwähnten bewaffnete Männer, die mitgingen. Söldner etwa? Professioneller Mörder. Das könnte es möglicherweise erschweren. Ich kann eure Hilfe gebrauchen, aber mehr noch euer Schweigen. Verlasst euch drauf. Laut den Bauern sind sie in Richtung Brücke außerhalb des Hofs gezogen. Hier entlang. Los jetzt, Nobu! Wer ist diese Diebin? Sie hat das Adachi-Anwesen nach dem Angriff geplündert. Wertvolle Erbstücke gestohlen. Persönliche Dinge. Das Schlimme ist, dass Mai einst unsere Dienerin war. Vor 3 Jahren ertappte mein Ehemann sie beim Stehlen. Er wollte sie auspeitschen. Ich setzte mich für sie ein. Aber sie musste gehen. Klingt, als würdet ihr sie vermissen. Sie war eine gute Freundin. Ihr Verrat schmerzt mehr als die anderen. Da ist sie ja. Bei den Söldnern. Nähern wir uns. Leise. Ich werde alles verkaufen. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Zu spät. Er wird diese Erbstücke selbst verkaufen. Bringt uns jetzt zu ihnen. Ich bezahle euch und behalte sie. Ihr habt kein Geld. Ich habe diesen Kamm aus Gold mit Perlen. Das war ein Geschenk. Er könnte etwas wert sein. Nein, er würde uns töten. Genug jetzt. Bringt uns zu den Erbstücken. Wir brauchen die Söldner nicht unbedingt lebendig. Nur sie. Je mehr wir von ihnen ausschalten, desto einfacher erreichen wir unser Ziel. Lasst euch nur nicht sehen, sonst tun sie ihr etwas. Vorsicht, ihr seid ungeschützt. Geht in Deckung. Oh, wunderschön ihren Schwerthieb. Oh, nur vom Boss hier. Okay, ich hab mir das anders vorgestellt. Ich dachte, ich mache da meinen Kettenattack, zack, 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 und da war alle eliminiert. Ah, besiege sie, ohne zu entdeckt zu werden. Na gut, also das Blumenfeld gibt ja eigentlich die optimale Location. Ja. Es sind ja eigentlich 4 Stück. Ein müsste ich so eliminieren. Und den Rest könnt ihr ja easy peasy so mit dem Kettenattentat eliminieren. Ich habe keine Pfeile mehr. Toll. Da ist ein Schütze! In Ordnung! Hä? Ja, aber... Dann check ich's nicht. Dann check ich's nicht. Ich dachte, ich kann jetzt einfach Stealthy eliminieren, aber... Ah, ist das kacke. Langweil mich nicht. Können auch gar nichts machen, so wie du. Dann folgen wir denen einfach nur und warten halt auf eine Gelegenheit. Jeder sei cool gemacht. Wahrscheinlich geht es immer einer von denen zum Pinkeln und dann können wir den eliminieren. Langweilig, ich hätte es viel cooler gemacht. Aber wir sind jetzt echt mal wieder den Pfeil ausgegangen. Ich frag mich, ist das eigentlich so wie in Assassin's Creed Odyssey?
In Assassin's Creed Odyssey, das war immer mein Highlight im Spiel. Wenn ich einen Pfeil hatte, einen brennenden Pfeil hatte, und man hat immer brennende Pfeile abgefeuert, einfach weil es cool war. Und man in einem Busch stand oder in der Nähe eines Busches, dann hat der Busch angefangen zu brennen. Und als er angefangen hat zu brennen und man drin stand, hat man auch gebrannt. Das war schön. Kann ich da einen Kettenattentat machen? Jo. Stört es sie nicht, dass ihre Gefährten immer mitkommen? Nö, oder? So, ich bin der Windmacher. Aber hier kommt keiner. Komm schon! Ich möchte Action haben, meine guten Freunde! Okay. Da ist deren Basis. Aus den Matakoten! Der Hund wird uns gefolgt! Tötet sie! Ihr Narren! Eins. Zwei. Drei. Es gibt kein Entkommen. Ich kann nicht. So. Müssen wir mal ein Wörtchen mit dir sprechen, Mai. Mit Mai sprechen. Sagt, wenn ihr mich braucht. Ihr stahlt die Erbstücke meiner Familie für diese Mörder. Wie konntet ihr mich verraten? Hab ich nicht. Ihr habt mich verstoßen. Ich habe euch gerettet. Mein Mann wollte euch auspeitschen. Er wusste es. Ihr hättet mit mir kommen sollen. Ich war die Fürstin des Adachi-Clans. Und ihr eine Diebin. Doch, ich liebe euch. Dann sagt mir, wem ihr dient. Er tötete meine Familie. Ich bin die Nächste. Das lasse ich nicht zu. Ich bringe euch zu euren Erbstücken. Wir wissen, dass ihr für einen Samurai arbeitet. Ich kenne weder seinen Namen noch sein Gesicht. Wir tauschen uns nur über Nachrichten aus. Er wusste von uns, meine Herrin. Wie? Ich weiß es nicht. Er sagte, er wisse, wie es ist, euch zu lieben. Dass er meinen Schmerz verstehen könne. Masako. Mai war meine einzige. Bisher die einzige. Er war besorgt wegen der Erbstücke, dass sie kaputt gehen könnten. Er will sie verkaufen. Sie haben nur sentimentalen Wert. Er wird kaum Geld dafür bekommen. Dann will er sie vielleicht gar nicht verkaufen. Vielleicht haben sie auch für ihn Bedeutung. Er war besitzergreifend in seinen Briefen. Als wären sie seine. Die Erbstücke gehörten ganz allein meiner Familie. Ich bin als Einzige noch übrig. Eure Erbstücke liegen im Gebüsch. Jin, sammelt ihr sie ein? Ich muss mich verabschieden. Ihr wolltet diesen Söldner. Eure Erbstücke zu schützen. Als ich erfuhr, dass ihr noch lebt, wollte ich sie zurückgeben. Ich
Danke. Wo ist Mai? Heimgegangen. Jin, nur damit ihr es wisst, Ihr schuldet mir keine Erklärung. Ich liebte meinen Mann. Aber Mai liebte ich auch. Was tut ihr noch? Das werde ich immer tun. Der Mann, den wir jagen, hat Gefühle für euch. Außer meinem Mann und Mai hatte ich keine Liebschaft, keine Verehrer. Vielleicht hat er gelogen, um so neue Rekruten zu bekommen. Ich weiß nicht, wer so etwas tun würde. Wir suchen weiter. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn diese Zeit kommt, lassen wir ihn büßen. Und der Tag der Abrechnung wird bald kommen. Also, die Dieben abgeschlossen mit einem für Masakos Verhältnisse Happy End. Und wir haben zwar leider noch nicht mit der nächsten Hauptmission anfangen können, aber dafür eine schöne Flöte bekommen. Und jetzt, liebe Leute, ist es endlich soweit. Beim nächsten Mal... werden wir doch noch nicht anfangen. Tut mir leid. Wir werden jetzt hier einmal kurz hier die Aufgabe weitermachen, dann werden wir da hochgehen und dann... Hoffentlich beim nächsten Mal schaffen wir es dann hier zu den Geistern der Vergangenheit und der nächsten Hauptmission aufgehört. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.